hier, ne? Sieht gut aus. Jetzt muss ich da irgendwie die Leiter durchbekommen. Da muss ich aber nochmal schnell hier runter. Ach ja, die Zäune wollte ich auch gleich mal ausprobieren. Mal sehen, ob ich da Zäune hinsetzen kann. Das würde mich auch mal interessieren. Das wird wahrscheinlich eh nicht der schönste Turm. Aber man kann das ja später dann immer noch umändern. Fuck, die Zäune, die gehen ja nicht sonderlich hoch, ne? Ja, hier falle ich ja trotzdem runter. Scheiße. Okay, Leute, irgendwie funktioniert das nicht. Ich krieg das hier auf Teufel komm raus nicht rangesetzt, die Leiter. Egal, was ich mache. Das klappt nicht. Die mache ich erstmal wieder weg hier eben. Krieg die nicht rangesetzt hier. Eigentlich müsste ich hier oben irgendwie... Das klappt aber leider nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt noch machen sollte. Das ist immer falsch. Ja gut, dann mache ich den Tetram halt wieder weg. Geht nicht anders. Ich könnte natürlich auch hier oben dann ein Dach einfach hoch machen. Ja, und das mache ich mal. Ich mache mal hier Sailing hin eben. Ich bin halt immer noch nicht 100% sicher, wie ich das jetzt hier alles 100% machen soll. Aber muss mal schauen. Dü-dü-dü. So. Ja, ist wieder falsch rum, aber egal. Ganz so wild. Könnte ich rein theoretisch jetzt auch hier eine Leiter hoch machen? Wartet mal. Ich mach mal hier noch ein Sailing hin. So. Na Luis, hier ran. Kann jetzt nicht so schwer sein. Jetzt hier, hier ist der Punkt. Hätten wir. So, Wooden Wall habe ich da noch eine zufällig. Das wäre super. Ja, hier habe ich noch einige. Ja, wir haben da noch ein bisschen Holz drin, also wir können dann auf jeden Fall noch weiterbauen. Sogar mal richtig rum. So, dann hier eine Leiter hin. Ach shit, da muss ich erst die hier setzen. Davor geht das hier wahrscheinlich nicht, ne? So, da muss ich mal eben noch eine neue herstellen. Na komm, jetzt befinde ich den Punkt wieder ewig nicht. Doch, hier in der Wache gewesen. So, da kommen wir nämlich von hier, kommen wir hier hoch. Moment, ich mache mal das Fenster, die Leiter hier unten wieder weg, damit man das Fenster gucken kann. Hoch kommen wir trotzdem. Und wir kriegen das Holz wieder, zumindest die Hälfte. So, okay, weiter geht's. Wooden Wall. Nice. Will ich jetzt gerade hier, will ich denn... Ich habe eigentlich fast schon Bock. Ich mache jetzt erstmal weiter hoch hier. So hoch wie ich komme. Damit es hier keine Diskussion mehr gibt. So. So kann ich so ein paar Leitern herstellen. Sehr gut. Zwei Stück erstmal. Nee. So, das ist aber schon ganz schön hoch hier. Ich wollte sie einfach sehr gerne, weil es macht das, ich habe da schon so viel Platz hier oben. Vorerst reicht es erstmal aus, wenn man Aussichtsturm noch jetzt noch hinsetzen, der einfach hoch ist. Muss ich nicht so viel Materialien raushauen. Ich habe jetzt hier noch echt Angst, dass ich hier verrecke. Alter. Das ist ja gemeingefährlich, das Gebäude. So, jetzt muss ich mein Storage, dann muss ich hier hin. Ich hoffe, dass ich irgendwann hier noch Zäune oder so hinsetzen kann. Das wäre gut. Weil die anderen, die Foundation Fans, so wie die heißen, die haben ja nicht viel gebracht, leider. Inventory. So. Jum. Jum.
Ja, das ist einiges an Holz. So, ich mache erstmal noch ein bisschen Wooden Wall. Craft Tables. Hätte ich einfach so machen können, hm? Egal. Eigentlich müsste ich gleich wieder laufen können, ich hoffe es zumindest. Ja, sieht gut aus. So. Mal sehen, wie hoch wir das jetzt hier noch bekommen. Das muss ich irgendwann auch nochmal austauschen. So, hoch geht. So. Ich glaube, ich werde ständig verrecken, oder? Langsam wieder runter. So, ich will mal ganz schnell sehen, wie das von außen aussieht. Das würde mich mal eben noch interessieren. Und ich werde aber gleich jetzt so bauen, dass ich da eine Plattform oben habe. Und ich werde das später natürlich dann noch ausbauen alles. Also das ist natürlich nicht fertig, aber... Es wird ja auch doof aussehen, aber... Ich werde erstmal gucken, wie es dann von oben mit der Aussicht ist und so, weißt du? Oh, jetzt komm, jetzt, also das ist mit den Leitern das Gelecke, das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Okay, das sieht noch stumpf aus. Also das wird wie gesagt später was noch ausgebaut. Also alles cool. So, ich mach das mal wieder hoch. Weil Platz habe ich ja wirklich erstmal genug hier eigentlich. Dammit. Bin ich hier extra offen gelassen. So. Gut, wir brauchen. Woodwall haben wir erstmal jetzt genug. Leitern würde ich noch ein paar herstellen. Dann brauchen wir Fiber. Fiber habe ich noch ein bisschen was. So. Dumm, dumm. Haben wir mal 3 Stück, das muss eigentlich ausreichen. Kann ich noch Sailing? Ah, Sailing habe ich sogar noch da, sehr gut. Ja, es wird gleich dunkel hier. So, hoch hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier ein Sailing rangesetzt bekomme, das wäre gut. So, jetzt Sailing ransetzen. Hoffentlich klappt das. Nein! So hier, ne? Hörst du mich, Lutz? Jo. Was ist das denn, ey? Da stellen wir doch 1000 Tode, wenn wir da oben eine Sitzung machen. Ach Quatsch. Ich brauche noch mehr Sailing, Leute. So. Er ist ganz schön hoch auf jeden Fall. Es ist ja auch noch nicht fertig. Es ist ja noch nicht fertig. Sehr gut. Was ist denn, wenn ich hier eine Wooden Wall reinsetze? Kann man da noch drunter durchlaufen? Das geht. Ey, wisst ihr was, dann mache ich das unten dann auch so. Das Problem ist aber, eigentlich brauche ich eine Tür, um das zu sichern hier. Ne? Eigentlich wäre das relativ wichtig. Ne, ich lasse erstmal so, wie es ist. Muss ich mal gucken. So, hier runter. Kann jemand von euch stehende Fackeln herstellen? Jo, ich glaube, ich kann das. Kannst du so 4 Stück machen? Warte mal. Ich bräuchte noch ein bisschen. Ich dafür brauche, warte mal. Ich bräuchte noch ein bisschen Tätsch. Wo hast du gesagt, ist die Truhe, wo das Holz drinne liegt? Beim Taldor drinne? Oder wo? So, Wood werde ich das erstmal nicht nehmen. Okay, Craft Tables. Sailing wollte ich noch machen. Dann muss ich auch nochmal zu mir in die Truhe. Ich nehme jetzt hier mal sonst nichts raus, das wäre irgendwie scheiße. Das lasse ich mal. Aber nicht ohne Grund jetzt schon selber Zeug gesammelt. Du, 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 du.
So, ich werde jetzt noch ein bisschen Sailing machen, den Aussichtspunkt mal noch ein bisschen ausbauen, zumindest oben. Das Fundament davon, das werde ich dann später machen, in Ruhe, irgendwann nochmal. Aber ich würde dann erstmal was anderes machen, außer Holz sammeln und bauen. Also, Wood. Wood. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was. Es fehlt schon wieder an irgendwas wahrscheinlich. Mann, das wird richtig Luxusvilla hier. Ja, ich arbeite dran. Da kann ich nicht noch mehr machen. Auch Fiber. Habe ich keinen Fiber mehr? Ich habe noch Fiber, ich wollte schon sagen. So. Ja. Aber diesmal habe ich durchgepasst, witzigerweise. So ein bisschen merkwürdig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich ja wirklich ziemlich klein bin. Habe ich das hier schon komplett fertig gemacht? Zumindest was das Sailing angeht. Ja, sieht gut aus. Ja, das werde ich nochmal austauschen. Könnte ich jetzt von hier eine Leiter ransetzen? Würde das gehen? Ja, das geht sogar. Cool. Ja, das ist doch mal was. Da hätte ich eigentlich auch hier einen Aufgang bauen können. Ja, muss ich mir alles noch überlegen. Das weiß ich, die Leitern sind ja schnell wieder hergestellt. Das eigentlich wieder wegmachen. Wo bist du, Beam? Hier. Wir können uns auch ganz oben treffen, wenn du willst. Lass uns mal oben treffen. Ich leg dir das Zeug in die Kiste hier. Nee. Nee, ich mag die Leitern, ne. Warum das denn? Wegen dem Leck, oder was? Ja, das Kacke, da leckt man immer halt übelst rum. Ja, Mello, passiert doch nichts. Danke. So. Kalypso, du kannst ja mit hochkommen. Ist alles sehr sicher hier, alles gut gesichert. Los, komm mit. Ja, geh mal vor. Trau mich aber nicht. Was zum Teufel? Das ist eine Sprungplattform oder was? Alter. Nein, das ist ein Aussichtsturm. Achso. So. Sally? Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht hier oben. Nee, ich bin in der Panik wegen den Leitern. Habt ihr eigentlich das Gipfelkreuz gesehen, was einer am Süden gebaut hat? Nee. Was war's? Da hat einer so ein übelst hohes Holzkreuz auf dem Berg gebaut als Gipfelkreuz. Noch hörbar oder? Erstmal nicht. Später dann. Ich hätte schon Bock, jetzt mal hier runter zu springen. Ey, ja, mit dem Fallschirm, oder? Ja. Ich muss mir irgendwann mal einen Flugsaurier tamen, dann wäre das hier sein Zuhause sozusagen. Hier oben. Landeplatz. Ich muss doch ein großes Haar drauf pinseln. Ja, genau. Mit Blutfarben. So, Moment. Habe ich noch Butter? Moment, teilen wir das mal ein bisschen auf. Ja, nicht schlecht. So. Ja. Hat man sicher eine geile Aussicht, wenn es hell ist. Ich will es hoffen. Ich finde auch in der Nacht aber auch schön. So, ich muss was trinken. Scheiße, hab ich noch Bären da? Jetzt müssen wir hier Maschinengewehre und so draufstellen. Wird nicht. Hat jemand von euch irgendwas zu essen da? Ja. Gibt's hier auch Snipergewehre oder so? Nicht. Das wäre nämlich auch ein geiler Posten, um zu snipern. So. Ja, hinten geschmissen. Du meinst sowas?
Kann man da ranzoomen? Danke. Da kann man dann eben noch ein ja, da, also ja, du kannst halt so machen und du kannst auch ein Scope drauf machen. Nice, das ist natürlich cool. Ich glaube, mit Level 60 gibt es ein richtiges Sniper-Gewehr, also noch besser. Okay. Ja, mit 60 kommt sowieso nochmal, also bis dahin kommt sowieso noch übelst krasser Scheiß irgendwie. Ja. Da wird es dann richtig lustig eigentlich erst. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aus der Distanz ja aussieht, ey. Mit dem Turm. Ich muss halt irgendwann noch hier das Fundament von dem Turm außen vielleicht nochmal ein bisschen bauen oder so. Aber hey, ist schon mal ganz cool. Ey, mal sehen, wie das jetzt aussieht vom Hof aus. Oder allein wenn du bei dem See dann bist, das ist ja noch weiter unten, da muss das auch total cool aussehen mit den Fackeln oben. Also wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die Fackeln immer brennen. Oh nein! Ja. Was ist denn passiert? Ich bin ohnmächtig. Scheiße, ich muss was trinken. Du hast wahrscheinlich entweder... Nee, ja. Ich muss was trinken deswegen. Ja, du machst gleich wieder auf. Ja, da muss auf jeden Fall noch was dran gemacht werden. Auf jeden Fall ist es schön hoch und ich glaube, das sieht ziemlich episch aus, dann gerade am helllichten Tag. Ich mach nochmal hoch, weil ich mir das mal angucken will, damit da jetzt die Sonne aufgeht. Das machen wir nochmal ganz schnell. Oh yeah. Also über die Aussicht kann man auf jeden Fall nicht meckern. Hey Lutz! Ihr hört uns wahrscheinlich nicht. Das ist schon ganz cool. Guck mal, sieht hier das Meer jetzt? Da sieht man das Meer. Und hier sieht man auch das Meer. Nur bei den Bergen sieht man es natürlich noch nicht. Da müsste ich noch höher bauen, aber das muss jetzt erstmal nicht sein. So, und das wäre natürlich auch jetzt so mein Ziel, glaube ich, jetzt in der nächsten Session. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause machen, aber danach vielleicht mal Richtung Berge gehen und dann mal ein bisschen gucken. Vielleicht auch mal eine Höhle aufsuchen. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Aber ich werde erstmal eine kleine Pause machen und was essen. Aber das ist schon mal sehr nett hier. Sehr nett. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi. Mal sehen, ob ich jetzt hier wieder runterkomme. Da habe ich echt keine Höhenangst mehr.